Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Bei Schmerzen in der Hüfte, da denkt man ja schnell an Arthrose und vielleicht an ein künstliches Hüftgelenk. Aber es gibt auch andere Krankheiten in der Hüfte, die den Menschen zu schaffen machen. Da gibt es zum Beispiel die Hüftdysplasie oder auch das Impingement, zwei verschiedene Krankheitsbilder, die sehr schmerzhaft sind. Aber das ist die gute Nachricht, sie können so operiert werden, dass die Hüfte auch erhalten werden kann. Bei mir ist Dr. David Scheunemann. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie am Asklepios Westklinikum Hamburg. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Dr. Scheunemann. Und sagen Sie mir, also ich denke mal, eine Arthrose und Prothesen, das wird Ihnen häufig begegnen, aber so eine Hüftdysplasie, was ist das eigentlich genau? Die Dysplasie müssen Sie sich so vorstellen, dass der Hüftkopf, der normalerweise durch die Pfanne oder das Acetabulum überdeckt ist, zu etwa 3/4 unzureichend überdacht ist. Das kann im Extremfall halt so sein, dass eine vollständig fehlende Überdachung da ist mit sogar ausgerenkten Hüftkopf. Aber in der Folge ist es dann eben so, dass die Kontaktfläche zwischen Kopf und Pfanne zu gering ist. Und woher kommt das? Ja, wie schon angesprochen, also die Hüftdysplasie ist eine angeborene Erkrankung. In der Regel wird sie heutzutage in Deutschland zumindest relativ rechtzeitig erkannt durch das Neugeborenen-Screening mit Ultraschall. Aber es gibt halt Fälle, in denen die Therapie entweder nicht ausreichend war im Kleinkindalter oder die Hüfte nach ausreichender Behandlung sich erneut verschlechtert. Also es ist eigentlich ein angeborenes Leiden. Und wie alt sind dann Ihre Patienten? Die Hüftdysplasie, wenn man über gelenkerhaltende Eingriffe spricht, ist eigentlich eine Erkrankung des jungen Patienten. Meistens werden, je nach Ausprägung der Hüftdysplasie, die Patienten sich vorstellen, im Alter von knapp unter 20 bis vielleicht Mitte 40, 50, wo die Hüfte dann eben Beschwerden macht, aber eben noch nicht verschlissen ist. Also es ist im Gegensatz zur Arthrose eine Erkrankung des jüngeren Patienten. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn man das nicht behandelt und sich dann so durch das Leben humpelt, dass dann irgendwann doch eine Arthrose dabei rauskommen kann, oder? Ja, das kann man so sagen. Also wenn man retrospektiv guckt, das ist immer sehr interessant, wenn man sich die alten Röntgenaufnahmen von Patienten, die dann doch irgendwann mit Arthrose sich vorstellen, anguckt, ist es häufig so, dass eine Hüftdysplasie vorgelegen hat, die aber eben entsprechend noch keine Beschwerden gemacht hat. Oder eben, wo immer gesagt wurde, Mensch, Sie sind ja noch viel, bist ja noch viel zu jung für eine künstliche Hüfte, das können wir noch gar nicht machen. Aber tatsächlich, es ist so, dass es häufig eben erstmal unerkannt bleibt, die Erkrankung. Ja, wenn man dann aber so eine Dysplasie diagnostiziert hat, was kann man denn dann dagegen tun, damit es nicht am Ende doch in einer Arthrose endet? Mhm. Also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir den Patienten immer erstmal so zu hüftfreundlichem Verhalten raten. Da geht es zum einen natürlich um das Körpergewicht, dass man versucht, normalgewichtig zu bleiben. Es geht um die Vermeidung von extremen Belastungen, sprich Sport, ja. Aber natürlich nach Möglichkeit bei einer Dysplasie, je nach Ausprägung, sollte man bestimmte Sportarten oder extreme Belastungen vermeiden. Häufig ist es interessanterweise so, dass die Dysplastiker eben wegen der fehlenden Überdachung des Hüftkopfes durch die Pfanne eine sehr gute Beweglichkeit haben und das sich teilweise sogar zum Beruf machen. Also sprich, diese Dysplasie ist bei Balletttänzern oder Tänzern oder Leistungsturnern überproportional häufig, weil die natürlich durch diese fehlende Überdachung eine extrem gute Beweglichkeit haben. Also Spagat oder Tänze, bestimmte Tanzformen sind ohne Dysplasie vielleicht möglicherweise gar nicht möglich. So gibt es sogar Forderungen dazu. Ja, aber umso gefährlicher ist es umso ja umso gefährlicher ist es eigentlich. Ja. Aber man würde Ihnen eben dazu raten, dass man das natürlich vermeidet, normalgewichtig bleibt, Sport in Maßen betreibt und da eben Sportarten vermeidet, die eben auf extreme Belastung oder extreme Position des Hüftkopfes setzen. Und wenn es eben dann von den Beschwerden her tatsächlich so ist, dass der Patient nicht mehr zurechtkommt, dann sind wir eben bei den operativen Maßnahmen, die möglicherweise dann schon notwendig sind. Ja, dann kommen wir doch mal zur Operation. Wie können Sie denn helfen? Also bei der Dysplasie beim jungen Patienten, der noch keinen Verschleiß hat, das muss man vielleicht vorwegschicken. Also wenn die Arthrose vorliegt, sind irgendwelche hüftgelenkerhaltenden Maßnahmen bei Dysplasie mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Die ursächliche Behandlung der Dysplasie besteht darin, dass man die Überdachung des Hüftkopfes verbessert. Und das kann man machen durch die sogenannte Triple-Osteotomie. Also eine Operation, das kann ich vielleicht einmal am Beckenmodell zeigen. Sehr gerne. Eine Operation, bei der das Becken an drei Stellen durchtrennt wird. Also deswegen die Triple-Osteotomie. Da ist einem zum einen hinten das Sitzbein, was hier hinten durchtrennt wird. Dann das Schambein, was hier
gelenknah durchtrennt wird. Und als letztes das Darmbein, also die große Bereiche, die Beckenschaufel, was hier durchtrennt wird. Dann hat man eine Situation, wo die Pfanne frei beweglich ist. Also wir haben dann die Pfanne aus dem Becken rausgelöst und können die Pfanne über den Hüftkopf rüberziehen und damit eine ausreichende Überdachung des Hüftkopfes sichern. Dann wird der entstehende Knochendefekt durch einen Knochenkeil, der entnommen wird, von der Beckenschaufel aufgefüllt und das Ganze mit Schrauben stabilisiert. Das ist eine aufwendige Operation, aber das ist die ursächliche Behandlung einer Hüftdysplasie möglich. Und das verwächst dann wieder neu und danach hat man keine Beschwerden mehr, wenn man sich bewegt? Genau, es ist also so, dass die Patienten häufig berichten, die Nachbehandlung ist halt, man hat eine gewisse Länge, das muss man zugeben, aber die Patienten haben häufig, die berichten sofort von der Besserung, nachdem die Aufbelastung erfolgt ist, also wenn die Patienten wieder auftreten dürfen, dass der häufig vorher bestehende Leistenschmerz verschwunden ist. Mhm. Es dauert eine gewisse Zeit, bis das Hüftgelenk sich davon erholt, aber die Beschwerden sind dann häufig bei diesen jungen Patienten verschwunden. Und wie lange ist man außer Gefecht quasi oder wie lange ist man eben nicht voll einsatzfähig? Also die erste Zeit, man ist im Regelfall eine gute Woche, 10 Tage im Krankenhaus nach dem Eingriff und hat eine Zeit von etwa 6 bis 8 Wochen, in der man wirklich relativ eingeschränkt ist, wo man relativ wenig Sachen machen darf. Ja, denn der Knochen muss zusammenwachsen. So ist es. Ja. Ja, es ist also erstmal so, dass die nur Teilbelastung erlaubt ist. Das bedeutet, man muss gehen mit Gehstöcken. Das wird im Vorfeld geübt oder spätestens nach dem Eingriff. Idealerweise weiß man schon vorher, wie das geht. Und diese ersten 6 bis 8 Wochen, das ist immer so ein bisschen unterschiedlich, je nach Konstitution und Alter des Patienten, wie lange man sagt, nicht auftreten. Dann wird ein Röntgenbild gemacht und dann wird die Belastung gesteigert. Mhm. Also bis, das ist so der grobe Rahmen, in dem sich das abspielt, zeitlich. Mhm. Lassen Sie uns über das andere Krankheitsbild sprechen, das Impingement, wo man sich fragt, was ist denn das überhaupt für ein Wort und was passiert da? Ja, also Impingement heißt erstmal ja nur Einklemmen oder Kontakt oder Einklemmung. In dem Fall im Bereich der Hüfte gibt es mehrere unterschiedliche Formen des Einklemmens oder des Kontakts. Auch hier kann man das am Beckenmodell vielleicht nochmal sich angucken. Man hat hier den Oberschenkelknochen, hier ist wieder das Becken, hier ist der Hüftkopf, da ist der Schenkelhals. Und bei dem häufigsten oder der häufigsten Form des Impingements, dem sogenannten Cam-Impingement oder Nockenwellen-Impingement, kommt es zu einem Kontakt zwischen einem kleinen Knochenanbau hier am Kopf-Schenkelhalsübergang und der Gelenkpfanne. Und das passiert besonders bei bestimmten Bewegungen, wo es zu einer Annäherung der beiden Knochen kommt. Und das ist zum Beispiel, wie wir jetzt hier das Sitzen machen oder dann in Kombination mit einer Rotationsbewegung in der Hüfte. Und das macht Schmerzen und schädigt auf Dauer auch das Gelenk. Ich habe mal gelernt, wenn da so Knochen wächst, dann hat das damit zu tun, dass der zu stark belastet ist. Stimmt das? Ja, also das ist eine gute Frage. Also diese Ursache vom Nockenwellen-Impingement oder vom Cam-Impingement gibt es verschiedene Theorien. Einige sagen, dass es eben die Ursache eine vermehrte oder übermäßige sportliche Belastung im Jugendalter ist, wenn der Hüftkopf oder der Kopf-Schenkel-Halsübergang besonders empfindlich ist, weil das noch nicht fest verwachsen ist. Andere sagen, es ist einfach eine Folge von diesem wiederholten Anschlagen des Kopf-Schenkel-Halsübergangs am Pfannenrand, wenn man bestimmte Sportarten wie zum Beispiel Fußball oder Kampfsportarten ausübt. Aber es ist tatsächlich so, dass es eine Folge ist, häufig eine Folge ist von diesem wiederholten Anschlagen des Schenkel-Halsübergangs an der Pfanne. Genau, und der Knochen schützt sich dann dadurch, dass er aufbaut. Also, dass er sozusagen gegenhält, wenn man so will. So kann man das sagen, ja. Genommen. So kann man das sagen. Das ist eigentlich als überschießende physiologische Antwort. Also, es ist eben eine Reaktion des Knochens, richtig. Ja, ja. Genau. Das heißt also, zu Ihnen kommen Sportler oder ehemalige Sportler mit solchen Beschwerden? Ja, das ist häufig so. Also eigentlich kann man sagen, wenn man befragt, was haben Sie denn gemacht im Jugendalter, ist es eigentlich fast, es ist sehr, sehr häufig so, dass eine Sportart gemacht wird. Nun ist Fußball natürlich sowieso überrepräsentiert, hat jeder mal gespielt. Ja. Oder viele, bei Männern ist es sowieso häufiger dieses Krankheitsbild als Cam-Impingement. Den anderen Formen kommen wir vielleicht gleich noch. Und das ist also relativ häufig. Und auch das ist eine Erkrankung und ein Krankheitsbild eher des jüngeren Patienten. Ja, und was können Sie da tun? Auch da würde man also als ersten Schritt einmal schauen, dass man guckt, ob man konservativ, also mit nicht operativer Behandlung den Patienten erst hilft. Die erste Idee, die wir da immer haben, ist, können wir die Beweglichkeit
schmerzfreier machen, wenn wir das Becken aufrichten. Da gibt es bestimmte klinische Untersuchungstests. Und wenn wir sehen, dass der Patient, wenn er das Becken aufrichtet, hier mehr Platz gewinnt hier vorne in dem Bereich zwischen Pfanne und Hüft-Kopf-Schenkel-Halsübergang, wenn das Becken aufgerichtet ist und weniger Schmerzen angibt, dann ist es etwas, wo wir sagen, das wäre also ein Versuch wert mit Physiotherapie, Bauchmuskulatur kräftigen, rückseitige Oberschenkelmuskulatur kräftigen und die Gegenspieler dehnen, erst was zu erreichen. Also um Platz zu schaffen quasi zwischen der Kugel und der Pfanne. Ne? Richtig. Dazwischen meinen Sie, also, wo Sie jetzt ja auch Platz haben in dem Modell. Genau. Also wenn das Becken so nach vorne fällt, wie es bei uns heutzutage, bei die alle viel sitzen, häufig ist, wird der Platz noch enger. Mhm. Wenn ich es erreiche, dass der Patient sein Becken aufrichtet, kann man richtig schön sehen, wie der Platz größer wird. Und dann ist das also die erste Empfehlung, konsequent beüben für einen Zeitraum von 2 bis 3 Monaten, um zu sehen, ob man was erreichen kann. Wenn strukturell in den Aufnahmen, die man von dem Hüftgelenk hat, schon ein großer Höcker zu sehen ist oder die Gelenklippe, über die haben wir jetzt noch nicht gesprochen, bereits einen Schaden hat, dann sind die Erfolgsaussichten geringer und dann kommen operative Maßnahmen ins Spiel. Und was sind das für operative Maßnahmen? Bleiben wir bei dem Beispiel des Cam-Impingements. Da, wo diese Taillierungsstörung hier am Kopf-Schenkel-Halsübergang vorliegt, dann wäre die Hüftarthroskopie, also eine Spiegelung in Narkose von dem Hüftgelenk, sinnvoll, wo man entsprechend diese Knochenanbauten hier in diesem Bereich entfernen kann und dem Hüftkopf bei Bewegung wieder mehr Platz verschaffen kann und entsprechend, wenn es zu Schädigungen bereits gekommen ist, der Gelenklippe, diese behandeln kann. Das wäre also das Verfahren der Wahl bei einem Cam-Impingement. Also diese Gelenklippe ist ja sozusagen die Gummimanschette, wenn man so will, genau. Bei einer ordentlichen Kurbelwelle zum Beispiel. Was machen Sie da? Also wenn die beschädigt sich dadurch, dass eben Bewegungen stattfinden, die nicht gut sind. Wie heilt man die Lippe? Also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wenn das sozusagen ein kleiner Einriss nur ist, den man sich so vorstellen kann wie möglicherweise ein eingerissener Meniskus, dann kann man den Teil einfach resizieren, also sprich entfernen mit arthroskopischen Methoden. Wenn es größer ist oder ein Teil der Gelenklippe eben schon abgeschert ist, wird es refixiert, also wieder befestigt. Da gibt es also auch Möglichkeiten, arthroskopisch mit sozusagen so kleinen Dübeln, Nahtanker nennen die sich, die Gelenklippe zu fassen und dann zu befestigen am Knochen, da wo sie hingehörte. Sie sagten eine Spiegelung, das heißt endoskopisch, das heißt kein großer Schnitt, sondern 2 Löcher? Genau. Die Anzahl der Löcher ist ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, was man macht. Also man macht in der Regel Minimum 3 Schnitte, je nachdem, wenn es mit der Platzierung von den Dübeln schwieriger ist, möglicherweise auch einen 4. Schnitt. Aber zwischen 2 und 4 Schnitten sind in der Regel erforderlich für eine Hüftarthroskopie. Und wie lange habe ich danach mit Nachwirkungen zu tun? Auch da ist es so, also 6 bis 8 Wochen sage ich dem Patienten immer. Das ist aber ungleich weniger aufwendig die Nachbehandlung im Vergleich zur Hüftdysplasie, zur Triple-Osteotomie. In der Zeit, in den ersten 4 Wochen, wird nicht voll belastet. Da muss das Gelenk sich erstmal erholen, weil theoretisch hier eine Schwächung des Knochens stattgefunden hat durch dieses Wegnehmen des Knochens, sprich Gehstützen. Bewegen soll man nach der Arthroskopie sofort, um zu verhindern, dass es zu Verklebung zwischen der Kapsel und dem freiliegenden Knochen kommt. Und dann sagt man, nach 4 Wochen kann die Belastung gesteigert werden, aber bis das Gelenk sich davon erholt hat und rund läuft, sage ich immer einen Zeitraum von 6 bis 8 Wochen etwa. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitteschön. Und wir sehen uns wieder auf www.asklepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund.